A little bit more concentration, please. The studio's Frank Lab, for whom included. Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Banished Let's Play. Diesmal läuft sogar die Aufnahme. Und wir werden jetzt mal so circa eine halbe Stunde oder so was aufnehmen. Weil wir haben auch schon lange nicht mehr getan und hier unten laufen sie auch bei Geschwindigkeit 1. Also es ist viel passiert seit dem letzten Mal. Ich hatte zwischendrin mal 2,5 Stunden oder so aufgenommen. Also dachte ich zumindest. In Wirklichkeit lief bloß die Aufnahmevorschau. Na, so passiert es halt, selbst in den bestorganisiertesten Aufnahmekellern. Und was zu trinken habe ich mir auch schon organisiert. Auf jeden Fall haben wir Winter. Wir haben hier ein großes Flüchtlingsheim, weil wir ja angefangen haben. Ach so, das wisst ihr auch noch nicht. Wir haben angefangen, die Häuser langsam zu Steinhäusern abzugraden. Diese hier noch nicht, aber andere hier hinten. Hier hinten sind sie, die Steinhäuser. Um halt Ressourcen zu schonen, Kohle und so weiter. Das Ding hier sieht auch schon soweit gut aus. Wir sind beim Stone Limit von 1000 aktuell, haben viele Stone Cutters 15 von 15 eingestellt. Die Minen, eine auf Eisen, eine auf Kohle, laufen auch auf Hochtouren. Und ja, wir haben 2 Builders, ein paar Laborer, also ein paar freie Arbeiter. Vendors haben wir jetzt auch mehr, also Leute, die hier am Marktplatz handeln. Und der nächste Schritt, der nächste logische Schritt ist, mit dem Fernhandel zu beginnen. Und das machen wir hier hinten. Aber dafür müsste es erstmal wieder Sommer werden. Deswegen beschleunigen wir die ganze Sache mal ein bisschen. Was mir aufgefallen ist in den letzten Aufnahmen. Ach nein, wir haben ein Krankenhaus. Siehst du, das ist glaube ich auch neu. Und zwar hier, diese Food-Kurve. Jetzt sieht sie ja besser aus, über den Zeitraum von 10 Jahren, genau, 25 Jahre. Wir hatten nämlich vor 10 Jahren mal ein Hoch an Nahrung und seit 10 Jahren geht es kontinuierlich bergab. Ergo müssen wir da auch mal nachbessern, es reicht noch, es ist jetzt nicht so, dass hier gleich alle hungern. Moment, ich muss hier mal... Wie komme ich daran ohne? Also gleich verschwindet Banished mal kurz das Bild. So, und jetzt sind wir ganz woanders. Das Problem ist halt, also beziehungsweise was ist das Problem? Ich habe jetzt Banished in Fullscreen-Modus und wenn ich da ein bisschen rauszoome, dann passiert das halt so komisch. Also wenn ich rausklicke aus dem Fenster, dann bleibt es nicht oben. Mal gucken, ob man es patchen kann oder so. Muss ich nochmal lesen. Auf jeden Fall, die Nahrungsproduktion ist eins der großen Probleme. Außerdem haben wir alle Wege, so gut wie alle Wege, auf Steinwege abgegradet, um unsere wuseligen Ameisen hier wuselig zu halten. Wir haben jede Menge Kohle. Und die Lagerplätze sind fast schon zum Bersten gefüllt. Das heißt, wir können jetzt hier mal so einen kleinen Lagerplatz noch anfangen. Wenn ich ihn finde, Stockpile. Genau. Ja, Bäb. So. So groß darf er gar nicht werden. Na, dann machen wir das doch vielleicht so. Ja. Ja, viel größer darf er sowieso nicht werden. Dann eher so. Und vielleicht dann nochmal so. Genau, weil mit diesen Lagerplätzen verbunden sind halt die Ressourcen, die er hier jetzt überall hinlegt. Und es könnte besser werden. So, hier haben wir auch schon ein neues Feld, ein paar mehr Bauern. In der Hoffnung, dass es dann halt mit der Nahrungsproduktion Produktion wieder vorangeht. Wir haben jetzt auch Walnüsse angepflanzt. Das Uneffizienteste, was man so machen kann. In der Hoffnung, um halt hier die Wirtschaft und alles am Laufen zu halten.
So, dann kann man das mal gucken. Ja, das würde gehen. Dann machen wir das vielleicht. Ach nee, das ist ja auch schon wieder rot. Vielleicht hier oben gleich. Ja. Ja, sehr gut. So, da wird jetzt ein Tunnel gebaut. Das heißt, wir können hier drüben noch die Steine und den Rest abharvesten und können dann hier unseren Hafen hinpacken. Gefällt mir besser hier, weil hier sind wir fast schon am Stadtzentrum als oben im Nichts quasi. So können wir ein paar mehr Arbeiter noch als Bauarbeiter ausbilden. Das ist schon okay. Und es brummt wieder. So unterschwellig. Naja, mal gucken. Mal gucken, gucken, gucken. So. Ja, ja, ich bin immer noch im Ameisenmodus. Es wuselt noch ganz doll. Aber ich möchte jetzt auch langsam mal... Ach, der ist fertig. So schnell geht das. Na, diese fleißigen Ameisen. So, wo ist mein Tunnelausgang? Verstehe das nicht. Warte mal. Da ist mein Tunnelausgang. Wenn ich jetzt davon hier so erstmal gerade bis an den Fluss runtergehe. Zack. So. Dann müssen wir noch quer was bauen. Auf jeden Fall ist es mit dem Tunnel jetzt sehr schnell möglich, hier an diese Küste zu kommen. Und wir könnten ja mal... Remove Resources. Remove Resources. So, alle Tiere abholzen. Weil es bringt ja nichts. Also hier die paar Steine und so weiter bringen auch keine Punkte. Oh, ganz viele Arbeiter. Ah, so langsam wird das mit der Nahrung echt so ein Ding hier. So, die sammeln das alles fröhlich ein. Das ist gut. Prost. Prost, Prost, Prost. So. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Wir haben schon wieder Herbst und jetzt gleich wieder Winter. Verdammt. Und wir haben... Ahaha, das Collect Resources ist uns natürlich voll auf die Füße gefallen, das im Sommer zu machen, weil dafür Bauern herangezogen werden, die dann die Ernte nicht einbringen können. Ja. A little bit more concentration, please. So, auf jeden Fall sind hier die Ressourcen dann eingesammelt. So, jetzt sieht das da schön in Anführungszeichen aus. Also wir können hier auch noch ein paar Grundstücke bauen und so weiter. Warte mal, gehen wir mit der Geschwindigkeit mal ein bisschen runter auf... Naja, fünfmal. Fünfmal muss jetzt erstmal sein. So, was haben wir hier? Trading Post. Genau, das ist nämlich derjenige welche. So. Genau, weil den können wir... Nee, das geht wieder nicht. Also hier wäre quasi optimal. Hier hinten. An der Flussbiegung. Machen wir das so. Und dann nehmen wir einen Steinweg natürlich. Wir machen jetzt nur noch Steinwege. Bis daran. So, und damit wir hier auch gleich noch unsere Ressourcen unterbringen können, bringen wir sie hier gleich mal noch unter. Storage Barn hin. Der passt sogar da hinten hin. Das ist ja noch besser eigentlich. Ach, die laufen da gleich schräg hin. Ach so, weil der Weg noch nicht fertig ist. Dann knallen wir ihnen hier noch den Storage-Bahn vor die Nase. Und zwar am besten gleich zwei. Und für andere Ressourcen noch so ein... Beep. So ein Pile hier. Vielleicht eher so. So. Oh, jetzt wird's aber toll, die Musik. Doppelt so laut wie der Rest. Das ist super.
wie ich das mag, wenn das so passiert. So, hier noch. Und hier noch. Und hier noch. So, ist da alles Stein vor dem Tunnel.